So Leute, willkommen zurück. Knights of Honor 2. Hi Flo. Hallo. Soll ich dich König von Norwegen nennen? Nee, ich nenne dich Flo. Ich bleib bei Flo. Sag mal. Wir sind zurück und haben tatsächlich im nächsten Part gerade zu Ende noch die letzte Stadt der Norweger eingenommen. Also Königreich Norwegen gibt es soweit jetzt nicht mehr. Und jetzt werden wir mal schauen, dass wir Kriegserschöpfung. Wie viel hast denn du da? Bei mir ist minus 26. Das ist schon krass irgendwie. 25, ja. Okay, ja, dann werden wir jetzt echt mal ein bisschen abwarten, ja. Ich habe hier sowieso diese eine Rebellion noch und dann werden wir mal weiter Städte ausbauen. Ganz gemütlich, ne? Ich habe so viel Geld. Sire, we've been victorious. Our nobility's opinion has improved. Sire, I am happy to report that the rebel scum are gone. So, ich muss jetzt mal schauen, dass ich diese Stadt da oben auch wirklich übernehmen kann. Bevölkerung eingliedern, 82%ige Chance. Das wäre jetzt schon mal nicht so schlecht. Und dann wollte ich hier ja noch ausbauen. Wie läuft's bei dir? Sehr schön, ich baue hier alle noch fertig aus, alle Städte. Und ja. Na, sehr gut. Hab dann, glaube ich, alles, was ich brauche. Wofür? Um weiterzugehen, um Dänemark anzugreifen. Achso, sehr schön, ja. Das machen wir einfach auch einmal. Boah, das Geld müssen wir jetzt einfach mal... Ich habe gerade Tittenmacher gelesen, oder dabei steht da Tintenmacher. Ein Schönheitschirurg, auch Tittenmacher genannt. Finanzierung eines Kreuzzugs. Ja, okay. Ja, hier gibt es jemanden, der keine Provinz regiert. Das werden wir ändern. Dann schauen wir da aus. So. Nicht Angriffspakt mit Finnland wieder. Das passt mir eh gut. Ah ja, da haben wir nichts. So, wie schaut es in Ahrensburg aus? Da haben wir die Rebellen bekämpft. Oh, da läuft es jetzt viel besser. Aber ich habe jetzt es schon. Es gibt eigentlich nicht viel zu tun bei mir. Das Ding ist, mit Königreich Handel treiben. Ich kann ja versuchen mit. Versuchen. Versuch jemand? Versuch mal. This is a good strategy. At once. Ja, ich tue jetzt auch hauptsächlich mal Armeen auffüllen und so Zeug. Und ja, einfach mal ein bisschen chillen. Einfach mal ein bisschen chillen, du sagst das. Consider it done. Our diplomat has strengthened our bond with another kingdom. Disorder has ceased in one of our Bevölkerung eingegliedert. Sehr schön. Jetzt kann es natürlich sein, dass wir da oben auch irgendwie mal Rebellen. Wobei, das läuft ja ganz gut. Was haben wir da? Steinbearbeitung. Köstlicher Stein. So, Armee ist aufgefüllt. Dann schauen wir mal, was wir da alles machen können. Steinbruch plus 3. Plus Geld. Und da würde man... Achso, dann brauche ich Maschinerie und Bergarbeiterhütten. Achso, das habe ich hier da unten. Dann könnte ich Marmor produzieren und Skulpturen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ja, also ich versuche zumindest mal diese ganzen Ressourcen, die es so irgendwo gibt in den Städten, dass ich die mal überall maximal ausbaue. Oder abbaue, sagen wir so. Aber du hast ja wirklich alle Städte, Max, ausgebaut, gell? Ja, ich kann nicht mehr viel machen. Das ist krass. Und eigentlich kann ich gar nichts mehr machen. Das ist echt krass. Langweilig. Es ist schon ein bisschen langweilig. Eigentlich kann ich nur mehr Krieg führen, das ist das Einzige, was ich noch kann. Um zu schauen, dass ich alle meine Ressourcen zusammenbekomme. Marschall Ingvar. Da ist ich da. Der Kirchenstaat besitzt es. Okay, dann werden wir da... Zieh mich da jetzt nicht mit rein. Nein, das ist es nicht. Ich werde zurückrufen von Bremen. Ist okay. Und werde mit dem Kirchenstaat versuchen, Handel zu treiben. Aber da werde ich wahrscheinlich Diplomatie brauchen und zuerst Audienz... Ein Handelsabkommen. Die Meisterrüstungsschmiede habe ich ja noch.
Ganz vergessen. So. Ja, ab einem gewissen Level, wenn da so viel Geld reinkommt, wir haben das hier kurz nach der letzten Aufnahmesession besprochen, dann ist es schon ein bisschen, ja, richtig langweilig würde ich es jetzt nicht nennen, aber könnte spannender sein. Schauen wir mit Damaskus. Neuer Papst. Okay, vielleicht will der jetzt. Da werde ich mit dem Kirchenstaat natürlich jetzt... Ach, man, die wollen alle nicht mit mir handeln. Das ist natürlich ein Problem. Naja. Ich habe gerade überlegt, ob ich Windau angreifen soll. Was meinst du? Lindau? Windau. Ja, also ich würde zuerst Dänemark. Können wir auch. Wie schaut es aus mit der Kriegsverschöpfung ist schon auf 23 unten, das geht schnell. Weil ich würde jetzt echt schauen, vielleicht, dass man sogar ein bisschen Geld zusammenkommen lässt. Ich möchte auch schauen, dass ich vielleicht die Rekrutierung. Oh. Kreuzfahrer Erik, oder wie? Die Rekrutierung ein bisschen hochtreibe. Warum ist jetzt mein. Geht denn das schnell? Okay, der ist jetzt Kreuzfahrer geworden. Das ist natürlich schwierig. Ah, Ungarn wird mich genannt als Weltherrscher. Ungarn würde? Echt? Auch der Kirchenstaat. Ja, dann probier mal die Wahl. Oder wie funktioniert das automatisch? Ich kann jetzt mit... Moment, ich muss das jetzt machen. Also, ich kann jetzt mit Kirchenstaat Handel treiben und kann mir, glaube ich, Gold besorgen. Aufregend. Ich baue währenddessen hier aus. Wenn ich nämlich diese Herrenburgen baue, dann steigt hier diese Einberufungskapazität auf 2, also nochmal um 1000. Und dann kann ich richtig viel rekrutieren für den Krieg gegen die Dänen. Ja. Damit ich da auch möglichst viel gleich Backups habe. In Malmö theoretisch könnte man auch gleich rekrutieren. Ach so, Malmö kann ich keine schweren Einheiten machen. Hier auch nicht. Wo habe ich denn die schweren? Goldbahn. Ja. Oh, ich krieg Goldbahn. Weißt du, wie gut das ist? Denn jetzt kann ich Sachen bauen, die sind absurd gut. So, Geschäftsbanken hier mal. Juwelier. Also meinst du absurd gute Gebäude? Gute. Ja, Verbesserungen. Dann kann ich Schmuck herstellen. Schmuck bringt wahrscheinlich schön viel Geld. Sisi. So, ich werde in Linköping noch eine Armee aufstellen. Yes, my lord. I haven't slept in a bed for ages. So. Den müssen wir dann halt auch ordentlich verbessern. Wir haben eh genug Bücher. Kavallerietruppenangriff. Kosten für die Truppenaufstockung. Das ist schon mal nicht schlecht. Infanterietaktiken. Das ist auch nicht schlecht. Aber ich nehme eher Schlachttaktiken. Dann. Boah, ich habe schon wieder viele Bücher wieder. Machen wir das. So. Dann werden wir in Linköping noch eine Armee aufstellen. Das geht jetzt eh immer weiter. Ah, jetzt haben wir schon 3000 Kapazität für die Rekrutierung. Das ist natürlich sensationell. Das Finnland fragt die ganze Zeit an, dass ich Polen angreife. Ja, ja, bei mir auch. Okay. So, dann können wir hier wieder ausbauen, was die Steingebäude angeht. Steinmetze. Und wie schaut es hier aus mit den Blumen? Da haben wir schon alles.
Da kann man nichts machen. Da haben wir schon alles. Da haben wir auch schon alles. Das können wir nicht machen. Okay, Diplomat in Polen soll woanders machen. Mein Diplomat in Finnland ist die ganze Zeit untätig. Er verbessert einfach nur die Beziehungen. Meint bei mir auch. Ich ziehe ihn mal zurück. So, wie viel Geld ich habe, ist wirklich abartig. Wie viel hast du? 120.000? Nein! Ich habe 6.000 und denke mir, es ist viel. Oh mein Gott! Okay. Ja, das ist etwas schlimm. Etwas schlimm mit mir. Ja, es ist halt echt die Frage, wie wir da jetzt weitermachen. Der ansässige. Ja, ich kann mal probieren. Großmächte. Die Wahl. Würde mich interessieren, ja. Ja, die Almoraviden sind auch ziemlich stark. Ja, was passiert denn, wenn du das nicht schaffst? Nix, oder? Ich probier's jetzt mal. Oh! Wahl des Weltherrschers. Ei, dagegen ist schlecht. Dagegen ist schlecht. Yes. Auf den ist Verlass, England. Yes, Ungarn. Ja, der wird dagegen stimmen. Buh. Ja, der wird auch dagegen stimmen. Buh. Ja, Papst Gregory wird dafür stimmen. Yes. Der wird dagegen stimmen. Das Problem ist, ich muss die arabischen. Nee, ich muss die ostslawische Familie, also Sardinien und Tschernigow, muss ich auf meiner Seite kriegen. Kannst du einfach einen Diplomaten hinschicken? So quasi Beziehungen verbessern oder musst du da was anderes machen? Oder du bist einfach so viel stärker, dass sie dich wählen, oder? Genau, das war eigentlich meine Idee immer. Also von mir aus können wir bald die Dänen angreifen. Ich würde noch ein bisschen warten, aber eigentlich wirklich bald. Okay. Even I cannot do that. Machen wir das. Mission impossible. We have received a diplomatic message. So. Also die Kriegsmüdigkeit oder wie das heißt, ist bei mir jetzt weg. Okay. Wie viel machst denn du plus pro Runde oder pro Minute? 1850. Ja, Alter. Ja, und wenn man jetzt noch bedenkt, dass du gerade keine Gebäude mehr bauen kannst, weil du voll bist, ist natürlich klar, gell? Mhm. Du kannst dir für nichts mehr Geld ausgeben. Na krass. So, ich brauche noch ein paar Nahkämpfer. So, das heißt, wir haben die hier. Machen wir so. Dann nehmen wir noch einmal schwere Speerkämpfer, dann ist die Armee auch fertig. Die ist voll. Nicht ganz so stark, aber okay. Da haben wir dann eine schwere Armee. Das ist eine leichte Armee. Das ist eine schwere Armee, okay. Wo wirst denn du eine... Lass du eine Armee oben? Oder ziehst du alle runter? Bitte? Ziehst du alle Armeen runter oder lässt du eine sicherheitshalber für irgendwas oben, Rebellen oder so?
Kommt drauf an, wie die Dänen marschieren. Naja. Ich werde irgendwo werde ich eine lassen. Ich lasse wahrscheinlich eine in Linköping oder so. Da kann ich dann theoretisch deine Ostseite abdecken mit Uppsala und Stockholm, falls dort was wäre. Ja. Und dann würde ich mit einer zweiten Armee von oben einfallen übers Wasser. Nach Schleswig runter oder so. Also mit einer komme ich quasi von Malmö rüber und mit der anderen komme ich übers Wasser irgendwo hin. Okay. Müssen wir schauen, wo du mich... Ja, ich werde... Also Aarhus, also Roskilde wäre cool, wenn du machst. Ja, passt. Weil dann gehe ich von Odernes Richtung Aarhus runter und von Göteborg auch Richtung Aarhus runter. Dann haben wir mal das, wenn du Roskilde hast, dann können sie nur von dem anderen Weg und rechts unten habe ich auch eine Armee, die geht dann auf Hamburg. Ja, passt, okay. Weil dann verschiebe ich mal die starke Armee, da kann ich jetzt die letzte Einheit machen. Speerträger haben wir gesagt, so. Dann schiebe ich jetzt mal meine starke, volle Armee nach Malmö. Dschihad gegen dich. Geht es auf eine bestimmte Stadt? Muss ich schauen. Ja, Alter. Okay, dann warten wir mal ein bisschen. Schauen wir mal, wo der Dschihad hingeht. Aber da kann ich dir natürlich gut helfen. Dann schiebe ich die Armee auch gleich rüber. Nicht Angriffspakt mit Scania, nein, danke. Ja, das wird jetzt spannend, ha? Huh? Die Frage ist, wo die Armeen herkommen. Unten kommt eine Armee, eine Söldner. Von 250 Mann, was will die denn? Die geht doch nur sterben, egal wohin sie geht. Ich glaube, das ist einfach nur eine neue Söldnerarmee, oder? Achso, nein, die hat wer angeheuert. Ja. Ist ja schräg. Die nämlich gegen mich ein Dschihad führen, aber es sind 250 Mann, der kommt nirgendwo rein. Soll ich rüber? Wo hast denn du die nächste? Ja, aber bin schon da. Brauchst nicht hin. Okay. Wie schräg ist denn das? Ich hoffe nur, bin vorher da, bevor der die gegen die... Ah, ich kann die nicht angreifen, weil ich mit denen wahrscheinlich nicht im Krieg bin. Kannst du mich damit reinziehen? Dass ich dir verteidigen helfen kann? Das weiß ich nicht. Ja, ich kann dir eine Diplomatie, Audienz. Probieren wir mal. Fordern, im Krieg unterstützen gegen. Fatimidenreich? Ja. Passt. Bin dabei. Kannst du mir helfen? Nice. Ich bin nur schon wieder zurückgegangen. Sorry. Das ist jetzt natürlich super für mich. Das heißt jetzt, dass die mich wahrscheinlich als erstes angreifen, weil ich da näher bin. Okay, ich hab's noch geschafft. Von unten. Ja. Wo habe ich denn jetzt mal starke Armee? In Malmö, okay. We've crushed an enemy army. We've stopped the enemy from plundering our settlement. Ja, allein mit dem Geld, das wir haben, könnten wir halt theoretisch, oder vor allem du natürlich, alle Söldner einfach zusammenkaufen da. Was ist, wenn du das generell machst? Die marschieren dann eh runter von selber, oder? Mhm. Bei Malmö und Kalmar zum Beispiel wäre eine 3200er Söldnerarmee. 4800 kostet. Bei Malmö? Wo ist Malmö? Meine Stadt zwischen Malmö und Kalmar. Wo ich begonnen habe. Naja, sehe ich aber nicht. Doch, da 3200. Die könnte man theoretisch runterschicken. Ist die Frage, wie das mit dem Unterhalt funktioniert. Nicht, dass die dann verhungern dort. Consider it done, sire. At once. Sire, some of our people have adopted a foreign culture. I'll exchange knowledge with these foreign people. Okay, dann macht nix.
Nee, also ich habe eine, aber die tut nichts. Okay. Ich würde das so gerne abstellen, dass die mir die ganze Zeit diese Anfrage schicken, wegen dem, dass ich die Polen angreifen soll. Das nervt mich schon so. Schauen wir mal da oben. Also die Sardinen haben da auch keinen Spaß. Da sind jetzt so viele im Krieg gegen die. Weiß ich, warum die gegen mich sind. Mhm. Ja, im Endeffekt, da ruft halt der Anführer der Religion das aus, oder? Ja, aber wird dir nichts bringen. Bitte, wie cool ist denn das, dass auf Sizilien gerade der Vulkan ausbricht? Der Vesuv. Oder ist es der Ätna? Keine Ahnung. Ich bin mir jetzt gerade voll unsicher. Peinlich. Ja, die Frage ist halt, was die jetzt machen. Im Endeffekt können wir ja nur abwarten, oder? Ja, im Endeffekt. Ich meine, es passiert nicht viel, aber... Das einzig Nervige ist, dass wir trotzdem eine Kriegserschöpfung haben. Wahrscheinlich, weil die Leute einfach Angst haben oder so. Vor allem. Was soll passieren? Also die müssen jetzt erstmal raufgehen. Da ist noch einer beigetreten. Kaserne haben wir schon, theoretisch könnte ich da oben noch eine königliche Waffenkammer machen. Crusader armies have met their demise. An upgrade has been completed, my lord. Klerik hat unser Wissen erweitert. Aha, das hilft mir natürlich. Nur so semi. Now I am mighty and smart. I can't. I die for my kingdom. So. But I cannot do that. Ja, wenn die endlich mal kommen würden. Tja, könnten wir uns gemütlich ein Bierchen holen und warten. Die werden eh verhungern, bis sie da sind. Aus Sardinien sind die? Nein, wen hast du gemeint vorhin mit Sardinien? Ja, Sardinien war ja auch dagegen, dass ich Weltherrscher werde, deswegen haben sie sie so. Bin ich auch im Krieg automatisch mit ihnen, aber es ist halt... Ach so, okay. Our gold, Sire. Ich würde sagen, wir gehen einfach Städte ausbauen. So, wenn ich jetzt hier eine Audienz, bitte Frieden unterzeichnen, Waffenruder. Frieden unterzeichnen, gut anbieten, unser Angebot Gold. Baue eine Kathedrale. Sehr schön. So, haben wir nicht da drüben auch noch? Da oben ist die königliche Kaserne, sehr gut. Dann haben wir da oben nämlich auch noch ein Backup. Ich hab, bei mir ist es irgendwie vom Spiel her, egal ob ich jetzt Crusader Kings spiele oder Total War, ich habe es immer so, dass ich jeweils auf der anderen Seite des Reiches immer versuche, eine starke Stadt zu haben. Quasi wenn eine Seite angegriffen wird, dass ich auf der anderen Seite immer noch Backups habe. Sehr gut. Ja. Muss halt jetzt auch alles da voll aufbauen. Getreideanbau ist Voraussetzung für die Windmühlen. Was haben wir denn da? Die brauchen Schiffswerft und Admiralität. Puh. Marktplatz. Gut, Marktplatz kann man immer machen. Das ist richtig. Der schadet nie, gell? So.
Wir haben da eine Kaserne und eine königliche Waffenkammer. Das heißt, das geht sich nicht aus. Hügelbefestigung. Ja, das gewinne ich alles. Oh, ich habe gerade kein Geld mehr. We have erected a new building, sire. Ich finde es immer so schön, wenn er sagt, we have erected, also wir haben ein neues Gebäude erigiert. Hast du das auf Englisch? Nein. Die Sprache habe ich immer auf Englisch. Okay. Hast du das auf Deutsch? Ja. Echt? Einstellungen. Stimmt, Textsprache Deutsch, Audiosprache. Boah, die kann ich auf Chinesisch. Ich stelle die auf Chinesisch um. Achso, nee, das kann ich nur im Hauptmenü machen. Schade. Es gibt Mods. Können wir mal so Herr der Ringe Mod machen oder so? Richtig, ja. So, da sind jetzt 3000 Mann eigentlich fertig. Ja, das könnte ich auch noch machen. Kostet aber 5000. Die Stadtbefestigungen verbessern, hast du das auch überall gemacht? Yes, my lord. I am more skilled now. Gerade jetzt vielleicht in der Gegend, wo die... Ich wusste nicht, dass ich das machen kann, aber das ist natürlich gut. Wo die Dänen drei, sind. 3, die sind überall auf 3. Das ist auf 2. Was du Geld raushauen kannst. Das ist auf 0. Das ist so geil. Oh, Kalkstein. Das ist neu. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das machen wir. Mineralien haben wir schon. So, sehr schön. Dann erigiere ich ein neues Gebäude. Tun deinem Erigieren, Alter. Ich kann das Erigieren einfach nicht lassen. Das passiert einfach so. Ich kann es nicht kontrollieren. Sorry. So. Produziert Klerus. Aha. Die Kriegserschöpfung ist jetzt schon bei minus 3. Ist das öde. Ja. Vor allem hält es uns jetzt davon ab, dass wir die Dänen angreifen können. Ja. Ja, ich würde sagen, wir sind mit dem Part jetzt eh so ein bisschen am Ende. Wir könnten sonst einfach ein bisschen laufen lassen, bis es da eine Entscheidung gibt, oder? Außerhalb der Aufnahme vielleicht. Das könnten wir machen, ja. Aber jetzt ist gerade sehr viel Leerlauf. Jo, schauen wir mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis bald.